Zweitliga-Begegnung zwischen unserer Fortuna und dem SNFC Kaiserslautern. Ich begrüße meinen Cheftrainer neben mir auf dem Podium und das erste Wort unser Gast aus Kaiserslautern, Norbert Meyer. Ja, Glückwunsch an Fortuna. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Eigentlich überhaupt nicht zugelassen haben und dann so ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff uns selbst ja, in den verdienten Lohn bringen, zumindest was unser Abwehrverhalten angeht, völlig aktionistisch tätig werden und irgendwann kommt der Ball dann bei, zu Schmitz. Wir haben vorher einen Freistoß, wo wir eigentlich nur zum Torwart spielen müssen, neu aufbauen müssen und ermöglichen es dem Gegner dann, ja, das Tor zu machen, wo Bebu sich eben körperlich gut einsetzt, aber eigentlich das ja keine Torschance in dem Sinne ist. Und dann ist es natürlich ein anderes Spiel. Da kann man dann auch wieder sehen, dass gerade bei uns mit unserer sehr, sehr jungen Mannschaft es dahin kommen muss, dass wir Fehler minimieren, dass wir eben nicht diese Möglichkeiten dem Gegner bieten, dass sich dann die Waage eben zugunsten von Fortuna neigt. Wir haben dann die Möglichkeit durch Castanier mit dem Kopfball, der relativ knapp am Tor vorbeigeht, und fangen dann im Gegenzug das 2-0 an. Ein sehr schönes Tor, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es wäre auch schön gewesen, wenn wir den Herrn Neuhaus auch attackieren würden. Das haben wir in dem Moment nicht gemacht. Aber nochmals ein sehr schönes Tor für uns natürlich. Ein sehr schlechter Zeitpunkt, weil wir gerade mit drei Stoßstürmern dann auch vorne gearbeitet haben. Damit war das Spiel dann auch entschieden. Dann ist es, wir haben es nochmal probiert, aber es ist dann das Spiel, was Fortuna natürlich auch entgegenkommt, gerade mit Bebu, der natürlich dann auch mit seiner Schnelligkeit die Räume vorfindet. Das, was wir in der ersten Halbzeit eigentlich komplett haben ausschalten können, wo wir es wirklich, wirklich gut gespielt haben, schon nach 40 Sekunden die erste Tormöglichkeit haben. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess. Wir haben gesagt, wenn es uns in diesem Jahr gelingt, sorgenfrei zu bleiben, dann hätten wir schon viel erreicht. Das ist, wir sehen aber auch, dass es ein weiter Weg ist, dass sich Dinge entwickeln. Das kann man sehen. Es haben Spieler heute wirklich gute Leistungen gebracht. Aber man kann dann auch sehen, dass wir noch zu fehlerhaft sind, gerade gegen eine Mannschaft wie Fortuna. Und das sage ich nicht, weil ich den Friedhelm damit unter Druck setzen will, sondern ich persönlich glaube, es ist eine gut gewachsene Mannschaft, die gut verstärkt worden ist, punktuell verstärkt worden ist. Und ich persönlich glaube, dass sie eine ganz andere Rolle spielen wird als in den Jahren zuvor. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Meyer. Gibt es Fragen bis hierhin? Dann hat unser Trainer das Wort, Friedhelm Funkel, bitte. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich bin mit dem Spiel, mit dem Ergebnis und mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Dankeschön. Danke. Gibt es Fragen an Friedhelm Funkel? Ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen...